Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist der Musikfreitag und wir haben wieder zahlreiche Reactions auf meinem Kanal vor. Beginnen werden wir mit Mero und mit Nemo. Die beiden haben zusammen einen neuen Song rausgebracht, auf den ich tatsächlich sehr gespannt bin. Der letzte Song von Mero ist, glaube ich, schon 3 Monate ungefähr her. Und das war ein gefühlvoller Song. Ich glaube, das war Ohne dich. Ich weiß nicht, ob danach noch ein Song kam. Wenn nicht, habe ich darauf, glaube ich, nicht reagiert gehabt. Aber mal schauen, ob der heutige Song uns gefallen wird. Und Leute, ja, wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt, aber falls du noch nicht Teil dieser wundervollen Community bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch die zukünftigen Videos nicht verpasst. Mero featuring Nemo, Désolé. Bei so Begriffen bin ich raus. Okay, wir hören mal rein. Okay, hier steht schon mal, dass das eventuell Es tut mir leid heißt, falls ich mich jetzt hier nicht täusche. Okay, bin gespannt. Okay, Young Mesh macht die 808s, das heißt hier auch wieder produced by Young Mesh. Sehr, sehr nice. Oder und noch von wem? Steht das in der Videobeschreibung? Produced by Young Mesh. Kyron Frio. Okay, nice. Ich seh die Kids in Bando rennen. Lieber Gott, bitte vergib uns. Wir konnten die Probleme nicht umgehen. Nemo macht hier den Anfang und ich muss sagen, eine sehr, sehr sanfte und schöne Stimme. Also Nemos Stimme erkennt man auch beim Zuhören. Finde ich sehr, sehr nice. Keine Hut ist ja, sie rennt schon. In jungen Jahren vor den Drecksbäumen. Oh Mama, désolé. Oh Mama, désolé. Okay, jetzt wissen wir auch, wie es ausgesprochen wird. Also wenn das wirklich Es tut mir leid heißt, dann heißt es dann Oh Mama, tut mir leid. Und hier haben wir schon Mero mit einer wundervollen Mimik. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Also Mero, musikalisch, ne, alles schön und gut, aber so mit dem Style oder mit den Jacken oder keine Ahnung was, könnte man sich vielleicht was, könnte man ein bisschen sich noch entwickeln, sag ich mal. Also Jacke an sich ist, finde ich, ein bisschen viel zu viel Moncler, aber sonst, es geht ja hier nicht um sein Aussehen oder um seine Jacke, sondern um seinen Gesang. Falsche Freunde, sie kommen nicht klar auf mein Einkommen. Kann verschwendete Zeit mit denen eine Scheinung. Und Mama bietet, dass ich wieder früher heimkomme. Okay, das war sehr schön, dieses früher heimkommen. Es geht ja also hier wieder um Hater und um Neid. Sein Erfolg, er ist immer unterwegs und seine Mutter möchte halt, dass er wieder mehr zu Hause ist oder halt früher wieder nach Hause kommt. Okay? Gib dem einmal, juck mich nicht, dass du Kontakt zu dem hast, was du in dein Café klackst. Du bist damit dem Problem, wenn du... Okay, wir haben hier wieder ein Mermi-Flow. Das mag ich bei Mero tatsächlich sehr, wenn es so ruhig ist, ne, man es gar nicht erwartet und danach plötzlich so einen auf die Fresse haut. Dass er einfach seinen Flow raushaut. Das ist immer sehr, sehr nice bei Mero. Problem ist, die fucken sich extrem ab, egal, ich lass sie gehen. Die Hüllen fallen, aber für mich war das abzusehen. Komm mit Buheris aus Marrakesch, wie sie machen Verlash. Auch die Wortspiele, ne, oder wie er mit seinen Lippen spielt, ist bei Mero immer auch sehr, sehr einzigartig gemacht worden. Sehr cool. Also man muss sagen, der Song ist ein klassischer Mero-Song, ne? Ist Gefühl mit drin, ist ein nicer Flow mit drin und hier wieder natürlich Anspielungen auf seinen Erfolg und Mama und Papa vermisst ihn, viel zu wenig Zeit für die Familie, aber Familie ist alles und es tut ihm sehr leid, also ich denke mal, es geht wieder in diese Richtung. Dreck an den Fingern, doch sie wissen, wie man Parabash. Bringe Hitsongs über Nacht, du hast nichts aus dir gemacht. Sag, geht's dir besser, wenn du mich jetzt dafür hast? Ja, das frage ich mich bei sehr vielen Hatern. Geht's euch besser, liebe Hater, wenn ihr die Person hasst? Ich verstehe das nämlich nicht, ne? Also, klar, man muss nicht mit Mero auf einer Linie sein und man muss seine Musik nicht feiern. Das ist auch eine Mainstream-Art, gebe ich ja persönlich zu. Aber was bringt es einem, ihn zu haten? Ich seh die Kids im Bento rennen. Lieber Gott, bitte vergib uns. Wir konnten die Probleme nicht umgehen. Meine Seele. Ich finde, Nemo ergänzt hier Mero tatsächlich sehr nice.
Mero hat zwar manchmal auch eine sehr, sehr sanfte Stimme, aber Nemo gibt dem Ganzen nochmal so dieses Gänsehaut-Feeling, ne? Passt sehr, sehr gut rein, wirklich. Ich finde es sehr schön, dass die beiden hier wieder ein Feature, also dass die beiden hier ein Feature haben. In jungen Jahren vor dem Drecksball. Oh Mama, deso, deso, yeah. Ich muss sagen, Nemos Style ist hier ein bisschen schöner, ne? Nemo legt hier, glaube ich, viel, viel mehr auf so dezente Sachen. Also jetzt nicht so krass plakative Sachen, sondern so Sachen, die halt nicht in die Fresse reinhauen. Da ist halt Mero mehr so plakativ mit Moncler und Nike und Gucci und keine Ahnung. Also Gucci hat er, glaube ich, nicht an, aber ihr wisst, was ich meine. Givenchy meine ich, ne? Nicht Gucci. Givenchy und Gucci sind ja dasselbe, ne? Nein. Okay, jetzt kommt Nemos Flow, ne? Wie ich also vorhin war Nemos noch so, ja, okay, so langsam und so, so mehr Gefühl. Und jetzt kommt sein Flow. Bin ich sehr gespannt. Es tut mir leid, meine tausend Sorgen machen euch ein. Fick den Rechte Stick, wer von euch meinte eigentlich? Ich spalte ich jetzt, ich meine nicht. Ja, sie folgen nicht, sie liken nicht. Okay. Nemos Flow, sehr, sehr nice. Der Einstieg in den Flow war wirklich unnormal schön. Und betrachten wir uns natürlich auch wieder den Style, muss ich sagen. Hat er auch sehr schöne Strickpullover von Comme des Garçons sogar. Okay. Nemo hier mit diesem, auch mit diesem Wow-Effekt, ne? Auch dieses Straight in die Fresse. Sehr, sehr nice. Ich sag, sie meiden mich. Ja, ich kann verstehen, dass eure Lieblingsrapper neidisch sind. Für eure Lieblingsrapper kauft die Klicks. Was los, sag, was los. Sollte das Apache abbilden? Ne? Es sah so ein bisschen aus, als ob es Apache sein sollte. Mich. Ja, ich kann verstehen, dass eure Lieblingsrapper neidisch sind. Für eure Ja. Also, ich weiß nicht, ob... Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind, müssten schon gut sein, aber es... ja, okay, sieht auch nicht aus wie Apache. Ja, okay, nee. Das nimm mal wieder zurück. Ich hoffe, dass das nicht Apache gemeint ist. Die Klicks, was los, sag, was los. Du hast meine Situation. Hast, was ich verdient. Hast, da, wo ich wohne. Hast das, was ich zu dir sage. Aber ehrlich und gelogen hast du. Also hier geht Nemo auch halt wieder auf die Hater ein, so, ne? Oder halt auf andere Deutschrap-Kollegen. Ich sag jetzt mal Kollegen. Die halt auch das ein oder andere nicht gönnen. Ne? Hier gehen die halt auch wieder auf die Neider ein. More money, more problems. Ja, okay. Das benutzen ja einige Künstler, ne? Dieses more money, more problems. B.I. Okay. Ich glaube, wir wissen, welche Künstlerin das mal verwendet hat. Mehr Platten an der Wand, das Maratten, die dein Kopf ficken. Mehr Kanaken, die Augen machen wie Optiker. Mehr Kanaken, ja, unsere eigenen Brüder machen am meisten Auge immer. Okay, die Deutschen machen auch immer sehr viel Auge, aber die eigenen Brüder gönnen es manchmal einem wirklich nicht. Ne. Dabei sollten wir alle zusammenhalten, egal ob Türke, Deutsche, Kanake. Wir sind alle Menschen. Alle zusammenhalten. Vor allem in dieser schwierigen Zeit, ne? Ich seh die Kids im Bando rennen. Lieber Gott, bitte vergeb uns. Wir konnten die Probleme nicht umgehen. Ich liebe es, beziehungsweise ich liebe es jetzt nicht, aber ich finde es immer sehr schön, wie er dieses Vergeben, also dieses so mit einer Melodik einsingt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ne? Gibt dem Mero auch hier dieses Sanfte. In jungen Jahren vor dem Drecksball. Oh Mama, deso, deso, yeah. Der Beat hat auch, muss ich sagen, einen gewissen Flow, aber auch an den passenden Stellen wird er ruhig. Und das passt sich auch perfekt an den Stimmen von den beiden an. Ne? Sehr, sehr gut gemacht, aber so muss es auch natürlich sein. Hat der wirklich Schuhe mit seinem eigenen Bild drauf? Oder war es Nemo? Oder wer war das? Warte, schauen wir mal. Ja, ich meine, wer trägt keine Air Force mit seinem eigenen Gesicht drauf? Super, Mero, super. Okay, hier hängen sie auch das ganze Geld auf, ne? Das heißt, hier nochmal ein bisschen flexen. Leute, schaut mal, wie viel Geld wir haben, ne? Die ganzen, ich glaube, sind das 100er-Scheine? Ne, 500er-Scheine, lila Scheine, ne?
Ja, immer schön flexen. Jetzt wurde nochmal Werbung für Meros Album Seele gemacht. Also, wie war das Song? Der Song an sich fand ich wirklich sehr nice. Ich fand bei beiden Künstlern dieses ruhige und gefühlvolle und dann plötzlich in ihren eigenen Flow einsteigen, fand ich immer sehr, sehr nice gemacht. Der Beat war super und das Musikvideo war auch dementsprechend gut gemacht. Hat dir das Video bzw. meine Reaction gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.